Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu noch einem Video aus der PS4 Schritt-für-Schritt-Reihe. Ich habe zwar alles schon durchgenommen, möchte aber einen Punkt oder, ja gut, Creator, Bedienelement war zum Beispiel auch, möchte noch einen Punkt separat in einem Video abarbeiten, der vielleicht beim Homebild schon ein bisschen unterging, und das ist das Schnellstartmenü. Das klingt doof, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Wenn einer von euch weiß, wie das bei der PS4 heißt, wenn man den PlayStation-Knopf gedrückt hält, wäre das mal ganz cool. Dann könnte ich das nämlich so nennen, weil das ist genau das Gleiche. Bei der PS4 ist das halt die PlayStation-Taste gedrückt halten. Bei uns ist das hier bei der PS5. Also erstmal einloggen. Einmal drücken nur. Ihr könnt auch anzeigen lassen, was euch alles angezeigt werden soll. Wenn ihr das aber alles ausmacht, dann habt ihr wirklich nur das Nötigste. Einige Sachen gehen nicht auszublenden. Ich habe extra mal alles angemacht für euch. Fangen wir mal ganz rechts an. Ausschalten. Das geht halt nicht ausblenden. Profil geht nicht auszublenden. Controller, dass ein Controller angeschlossen ist und welcher, geht nicht auszublenden. VR geht nicht auszublenden. Das wird nur eingeblendet, wenn es gebraucht wird. Genau wie der Download-Bereich hier. Im Gegensatz zur PS4 haben wir hier keinen separaten Download-Bereich, wo wir, also Mitteilung, Download, und dann sehen wir, was wir runtergeladen haben, und dann, wenn es schon installiert ist, müssen wir es löschen, also diese Benachrichtigungsdings, die wir dann da drin haben, und der Download-Bereich, können wir reingehen und gucken, ist leer oder hat gerade einen Download, haben wir hier nicht. Das wird euch nur angezeigt, wenn ihr einen Download oder einen Upload habt. Sonst wird euch dieses Icon nicht angezeigt und ihr kommt sonst auch nicht irgendwie in diesen Download-Bereich rein. So, ganz links fangen wir dann wieder an mit dem Häuschen, das ist halt Home. Dann haben wir die Gamebase, ne, wie heißt das? Wechsler heißt das, genau, Wechsler. Und dann haben wir die Glocke für Mitteilungen. Alles andere könnt ihr hier separat abschalten. Mikrofon, Ton, Netzwerk, Barrierefreiheit, Übertragung, Musik und Gamebase. Aber wir lassen alles mal einfach an, dass wir die Punkte jetzt ganz normal durcharbeiten können. Ich weiß nicht, sorry Leute, was jetzt mit meinem Aufnahmeprogramm hier los ist. Er spinnt gerade total rum. Ich habe null Ahnung, was hier gerade Phase ist. Ich hoffe, es lässt uns nicht die ganze Zeit im Stich. So, also Home ist Home. Da können wir bestätigen mit X. Kommen wir Home. Ist eigentlich genau das Gleiche, als wenn wir einfach Kreis drücken und rausgehen. So. Dann haben wir den Wechsler. Wir haben ja im Gegensatz zu Xbox hier nicht die Möglichkeit, mehrere Spiele im Hintergrund laufen zu lassen. Aber wir haben eine andere geile Funktion, die ich halt zu selten benutzt habe. Aber wir haben sie und die nennt sich Wechsler. Ich zeige euch das einfach mal. Wir haben jetzt hier zwei Spiele drin, Fortnite und Sackboy. Wenn wir Fortnite gehen, Spiel starten oder gehe in den Spielhub. Gehe in den Spielhub. Spiel starten ist einfach Spiel starten. Aber wenn wir jetzt im Spielhub sind, ich würde mir wünschen, dass Sony das noch nachpatcht mit der nächsten Software, dass wir nicht bei Spiel starten sind, sondern direkt bei Aktivitäten. Ja, also dieses eine Mal runterklicken macht es schon schneller, und warum wir das eigentlich überhaupt haben. Ja, und wir haben jetzt hier halt nur Solo-Duo oder Team, was wir starten könnten. Ihr werdet das gleich verstehen, wenn ich euch Sackboy zeige. So, und wir gehen jetzt wieder auf Sackboy. Wir wollen Sackboy nicht spielen, sondern einen Spieler-Hub. Und gehen halt nach unten. So. Ihr habt jetzt hier die Sachen, wo man Trophäen kriegen kann. Vereinzelte Levels, die wir schon gespielt haben. Ja. Wo man eine bestimmte Trophäe holen kann. Wir gehen jetzt einfach mal bei dem Yeti. Ne, wir gehen. Die sind so schwer, die Dinger. So, Hochseilflucht. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an. So, geschätzte Zeit etwa 5 Minuten. Details anzeigen. Schließe Hochseilflucht ab, ohne ein Leben zu verlieren, und hol alle Traumkugeln. So. Ich muss halt gucken, dass ich halt irgendwas finde. Ich muss halt gucken, dass ich... Ja, wegen der Musik. Weil ich hatte schon mal vorhin aufgenommen, und zwar mit dem hier, und da kam dann irgendein Lied von Nena. Wir nehmen jetzt einfach mal, ich
Ich mach mal einfach den Sound für euch aus vom Game. Nicht okay, ich habe Game gesagt. Also nicht wundern, ihr habt jetzt hier keinen Sound mehr vom System. Und dann Aktivität starten. Ich mache für mich mal auch sehr leise. So, nicht, dass irgendwie eine Rückkopplung ist. Und ihr werdet jetzt einen Unterschied sehen im Gegensatz zum Normalspiel starten. Ah, ist auch wieder so ein Event. Jetzt hört er noch die vom Controller die Geräusche. So. Und jetzt müssen wir jetzt hier abschließen und alle Traumkugeln einsammeln. Achso, falsche Taste gedrückt. So, das, wir machen das Spiel mal aus. Schließen. Also ihr habt den ganzen Anfang nicht. Ihr könnt natürlich auch direkt über Spiel nach unten klicken und da reingehen. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal hier rein. Also wieder so ein Sprintding. Also sind Aktivitäten, die wir abschließen können. Die ich noch nicht abgeschlossen schon, aber halt nicht Gold habe. So. Das ist auch wieder so ein Rennen. Und ihr seht, wir sind direkt da. Wir haben auch keine Verzögerung oder irgendwas. Man kann nur rennen. Ich habe halt die Rennen gerade verloren. Vergessen, wie man rennen kann. Noch 30 Sekunden, ich habe Gold. So, und dann haben wir die Aktivität auch abgeschlossen. So. So, und da kann ich dann halt hier auch sehen. Warte mal, ich mache mal den Ton für euch an. So. Ich habe das jetzt abgeschlossen. In 22 Sekunden. Und gespielt von 22 Freunden. Und dann kann ich mir jetzt hier angucken, wer. Also ich bin jetzt auf Platz 11. Auf Platz 10 ist Blue Hunter. Auf Platz 12 ist Soulflyer. Und dann kann ich die Aktivität zum Beispiel nochmal neu starten. Oder Freunde einladen. Finde ich eine ganz gute Sache, ja, dass man hier direkt rein switchen kann. Bei anderen Spielen, wie sie zum Beispiel bei Fortnite, kann man dann halt hier drüber direkt ins Spiel zu Solo, Duo oder Team switchen. Dann ist das alles schon so eingestellt und kann sich dann seine Leute einladen. So, dann bei Mitteilungen haben wir natürlich Mitteilungen, was wir jetzt als letztes hatten. Zum Beispiel, du hast Rennherausforderung und dann halt. Ja, hier wurde ihnen eine Party hinzugefügt, willst du Fortnite spielen, hat eine Einladung. Ja, und deswegen habe ich das alles ausgeschalten, weil ich dann zu viele Einladungen andauernd kriege. Und wir können aber auch alles löschen. Also wenn wir einzelne Sachen löschen wollen. So, Viereck, wir können auch sagen Optionen. Alle Mitteilungen löschen. Mitteilungseinstellungen kommen wir dazu, wo wir schon mal waren. Unter Einstellungen, Mitteilungen. Ja, könnt ihr da dann auch nochmal direkt
Heißt ja nicht umsonst Schnellzugriff. Und wir können dann auch natürlich sagen, hier alle Mitteilungen löschen. Oder hier oben einfach raufgehen. Alle Mitteilungen löschen, löschen, dann sind alle Mitteilungen weg. So, wir können auf Game-Basis gehen. Also hier Game-Base. Den Punkt finde ich schrecklich, muss ich auch dazu sagen. Ich finde ihn schrecklich. Ich hätte ihn gerne als einzelnen Punkt oben neben dem Profil zum Beispiel. Oder im Profil mit integriert. Ist er ja im Prinzip teilweise schon. Wir haben hier im Profil... So, haben wir hier Freunde mit bei. Da unten. Spiele. Ja, und wir haben die Lupe, dass wir suchen können und alle drum und dran. Und dann werden uns Freunde, Spiele, alles angezeigt, was dazugehört. Ich finde dieser Punkt Gamebase ganz, ganz schrecklich. Also das, der unten ist okay, aber dass er ganz, ganz schrecklich, dass der nur da unten ist. Ich hätte halt gerne hier oben bei Profil. Unten links habe ich ja, unten rechts habe ich ja diesen Button, dass ich da gerade auf beschäftigt bin. Ich hätte gerne als, es muss ja nicht irgendwie großartig sein, rein nur für mich oder allgemein, dass von mir aus, dass man es ein- und ausschalten kann, oben links oder oben rechts dann zusätzlich noch eine Kugel mit einer bestimmten Farbe, dass man sieht, ey, du hast eine Nachricht. Also praktisch, oder dass man das auch separat anpassen kann. Was weiß ich, grün, du hast eine Party-Einladung, blau, du hast eine Nachricht und so weiter. Ja, das dann oben links dann halt vom Profil. Und dann kann man raufgehen und kann dann halt hier noch den Punkt Nachrichten mit reinmachen. Ja, Nachrichten, ganz normal Nachrichten. Und dass man die Nachrichten dann da sehen kann. Weil hier unten in der Gamebase, das ist so schrecklich, hier ist alles untereinander. Ja, Partys, Freunde. Gut, Nachrichten habe ich jetzt gelöscht, aber dass man da dann halt so eine Anfragen, so Nachrichtenanfragen zum Beispiel auf eine Party und auf einen Echtheitsnamen verraten und dass man Freunde werden will und sowas, das hätte ich gerne da oben, weil das geht hier komplett unter. Wir können ja alle Partys anzeigen. Dann können wir hier zu Freunde wechseln, Freundesanfragen wechseln. Da habe ich sogar eine drinne. Akzeptieren. Und wir haben Suchen. So. Also das geht hier komplett unter. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. So, Option. Gehe zu Gamebase. Ja, das sind wir dann halt in groß. Wie gesagt, Freundesanfragen. Hier sind alle Partys drinne. Hier sind alle Freunde drin. Ihr könnt auch sortieren und suchen. Und hier Freundesanfragen habe ich natürlich keine. Suchen. Suchen heißt jetzt nicht nur Freunde suchen oder Partys suchen. Suchen heißt halt auch, wenn wir jetzt hier einfach suchen. Oh, Assassin's Creed zum Beispiel. Also hier geht's jetzt. Letztens hat er mir dann auch irgendwas anderes noch angezeigt. Ja, gleich fertig. War meine Frau, hat gefragt, ob ich fertig bin. Die warten alle schon. So. Nee, genau, hier war, ich habe das verwechselt mit dem anderen Punkt. Hier kann man halt nur Freunde durchsuchen, da kann man den Namen eingeben, zum Beispiel hier. Odin. Und dann werden alle Spieler angezeigt mit Odin, auch die, die ich nicht als Freund habe. Ja. Die werden hier auch angezeigt. So. Suchen können wir wegmachen. Ach Mensch, ey, ich gehe immer wieder raus da. Ey. So, und dann haben wir hier Party erstellen. Da können wir einfach Dreieck drücken und eine Party erstellen und Leute einladen. Suchen. Und zusammengespielt ist jetzt nichts drin, weil ich ja die ganzen Nachrichten gelöscht habe. Und Gamebase-Einstellungen. Und da haben wir dann nochmal Sprachchat-Einstellungen drin. Audio im Spielchat deaktivieren. Ja, ihr könnt euch das dann nochmal alles anpassen. Stimme teilen. Zulassen. Mikrofonpegel. Ja, hier kommen wir dann auch nochmal zu den zur Barrierefreiheit.
automatisch rein, wegen den Chat-Transcription, dann Sprachchat. So, dann haben wir Privatsphäre-Einstellungen, dann kommen wir wieder zu Privatsphäre-Einstellungen. Selbst den Punkt kennen wir schon, weil wie gesagt, es ist dann alles aus mehreren Sachen halt alles Gamebase-bezogene verlinkt. Deswegen Schnellzugriff. Mitteilung kennen wir auch schon. Mitteilung ist Privatsphäre, Mitteilung. Also, ach Quatsch. Die Mitteilungsoption und Einstellung, was uns angezeigt werden darf und was nicht, können wir uns ja selber so kategorieren, wie wir das gerne haben wollen würden. Partyinformationen aktualisieren. Aktualisiert da jetzt gerade alle Partydetails, Chats. Blockierte Spieler, da könnt ihr dann eure ganzen blockierten Spieler ansehen, die ihr blockiert habt. Ja. Und hier sind halt, wie gesagt, die Partys. Ja. Aber ganz schrecklich. Also ich hätte das, also das ist halt eh unten darauf. Also ich hätte es gerne hier oben irgendwie als separaten Punkt, weil hier Dreieck gedrückt immer nach rechts, bevor man zur Einstellung kommt, ja. Also hier zwischen irgendwie Gamebase-Punkt oder so wäre ja auch schon mal was. Und dann mit verschiedenen Punkten anzeigen, was man hat, weil Home-Taste, runter, gut, jetzt bin ich gerade da, aber runter, darin und, ach so, nee, der startet immer bei der Gamebase, naja, okay. Okay, Musik können wir jetzt nicht machen, weil ich habe kein Spotify. Ich habe Spotify auch gelöscht. Kann ich momentan hier mit nicht anfangen. Und durch den HDCP-Schutz, weil der deaktiviert ist. Übertragung sehen wir dann, ob wir gerade eine Übertragung haben, also eine Live-Übertragung. Und da wir das halt zum Beispiel nicht brauchen, können wir jetzt zum Beispiel Musik und das deaktivieren. Barrierefreiheit kommt ihr hierdurch nicht jetzt zu den Barrierefreiheitseinstellungen in Einstellungen, sondern ihr habt hier so einen extra Punkt, wo ihr dann direkt einstellen könnt und direkt am Bildschirm auch sehen könnt, was ihr da macht. Ich stelle mal um. Ist im Prinzip genau das Gleiche, aber mit einem kleinen Menü, also mit so einem kleinen Pop-up-Menü und wir sehen dann halt gleich die Auswirkungen im Spiel. Finde ich so ganz toll gemacht. Können wir aber auch ausblenden. So, Netzwerk ist halt Netzwerk. Wir sind verbunden, da können wir gucken, ob wir verbunden sind, ob wir nicht verbunden sind. Wir sind verbunden, Internet ist verbunden. Also wir sind verbunden mit LAN und mit dem Internet verbunden. Könnt ihr auch abschalten, wenn ihr wollt. Ich lasse es gerne da. Dann haben wir Ton. Da können wir die Ausgabe einstellen. HDMI-Gerät, also TV-Gerät. Oder wenn wir dann Headset dran haben. Controller-Lautstärke. Sprachchat-Lautstärke, wenn wir einen Sprachchat hätten. Audio im Spiel deaktivieren. Ja, dann könnte man halt Audio im Spielchat deaktivieren. Musik und Video können wir dann noch separat einstellen, wie laut das sein soll. Achso, das ist jetzt, genau. Wenn ihr das jetzt aktiviert, dann seid ihr in sämtlichen Online-Spielen. Ist denn der Sprachchat für euch deaktiviert? Also, ihr hört die anderen nicht und die hören euch auch nicht. Das ist ein sinnvolles Feature. Ich brauche es, weil ich ja Fortnite ab und zu spiele. So, Mikrofon, da könnt ihr dann das Mikrofon nochmal separat anpassen. Wireless-Mikrofon. Ja, Wireless steht jetzt da, weil es am Controller, also das Controller-Mikrofon ist. Wenn ihr dann ein Headset anschließt, steht trotzdem Wireless-Controller da. Habe ich schon getestet. Ihr könnt jetzt stumm schalten. Also ich habe stumm. Ich könnte es auch anschalten. Ja, aber ich habe grundsätzlich, wenn ich die PlayStation starte, stummes Mikrofon. Und Mikrofonpegel anpassen. Halt, wenn es an ist, geht auch.
Aber ich habe grundsätzlich stumm, dass, wenn ich irgendwo im Spiel bin, Fortnite zum Beispiel, und Leute dazu switchen und ich habe den Controller hier liegen und die Kinder kommen gerade runter oder so, ich habe irgendwas aufgenommen oder so und bin aber noch im Spiel, dass dann halt die Kinder nicht zu hören sind und ja, dass ich mit lauten Geräuschen keinen auf den Sack gehe, der da gerade irgendwo in der Party ist oder so. Kann ja immer mal passieren, dass man schnell weg muss, hoch muss oder was weiß ich. Kind kotzt gerade und Frau macht hier gerade Musik oder große Tochter macht Musik oder so. Und dann muss ich natürlich während des Spiels schnell weg und dann hört ihr in der Party. Und das, also in der Party nicht, also im Spiel, in dieser Lobby da. Das wäre ja dann auch halt doof. Deswegen habe ich das halt grundsätzlich deaktiviert. Zubehör, das ist der Wireless-Controller. Ja, das ist halt nur der eine, den ich jetzt anhabe. Den können wir ausschalten oder Controller einstellen. Controller einstellen, kommen wir dann halt zu den Einstellungen von Controller bei Zubehör in Einstellungen. Also Einstellungen, Zubehör, Controller, da kommen wir dann dahin. Achso, noch Informationen für euch. Controller Einstellungen und dann hier unten. Gerätesoftware für Wireless Controller 0267. Das ist die aktuellste Software momentan. Seid ihr drunter, wenn ihr das Video guckt? Drüber ist okay, aber seid ihr drunter? Definitiv Controller an die PlayStation anschließen. Update machen. So. Dann Profil, haben wir unser Profil. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie hier oben. Status, Profil, Trophäen, Benutzer wechseln, ausloggen und Status, Profil, Trophäen, Benutzer wechseln, ausloggen. Ist genau das gleiche. Also 1:1. Und dann haben wir noch ausschalten. Da können wir so einen Ruhemodus setzen, ausschalten oder PS5 neu starten. Im Ruhemodus, wenn ihr da denn laden wollt oder so, guckt das Video am besten wegen Energiespareinstellungen und den Einstellungen von der PlayStation, dass wenn ihr sie im Ruhemodus habt, dass auch Updates runtergeladen werden, beziehungsweise wenn ihr gerade ein Spiel installieren wollt und in Ruhemodus geht, damit es schneller installiert wird, seht zu, dass auch das so eingestellt ist, dass ihr mit im Ruhemodus mit dem Internet verbunden seid und das installiert werden kann und sowas alles. So, nichtsdestotrotz, das soll es zum Schnellauswahlbildschirm, zum Schnellbildschirm, zum keine Ahnung was sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit noch mal ein bisschen helfen. Ich werde noch mal ein paar Videos machen mit ein paar Tipps und Tricks, wo ihr schnell was findet und die wichtigsten Einstellungen und sowas alles. Wir sind jetzt bei über 20 Videos in der PlayStation Schritt-für-Schritt-Reihe. Die muss ich alle noch hochladen und aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.